Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstagabend hier bei Ihrem BLK Regional TV. Und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie heute hier vom Sportplatz in Zeitz, genauer gesagt vom 1. FC Zeitz. Aber dazu kommen wir im Laufe unserer Sendung. Ein Konzert an einem etwas außergewöhnlichen Ort, das konnten am Sonntag Musikliebhaber genießen. Ja, dies und noch weitere Nachrichten aus unserem Borkenlandkreis jetzt in unseren Kurzmeldungen. Es muss nicht immer das Konzerthaus sein, um klassische Musik aufzuführen. Es geht auch ein Fördertunnel im Tagebau Profen. Die MIPAG verbindet seit vielen Jahren, ich sage mal, eine Kooperation mit dem Leipziger Sinfonieorchester. Das hat angefangen, ich sage mal, im Jahr 1997. Da gab es das erste Konzert in etwas längeren Abständen. Und heute sind wir hier im Bereich des Tagebaus Profen in der Tunnelröhre. Und das ist das 7. Konzert im Tagebau. Wir machen es immer im Wechsel zwischen dem Tagebau Schlehenhain und dem Tagebau Profen. Und wir sind hier heute in einer Tunnelröhre des Tagebaus Profen. Also man mag, wenn man diese Röhre hier sieht, meinen, dass es akustisch eigentlich gar nicht geht. Aber Sie werden dann vielleicht selbst feststellen können, also die Akustik ist besser, als man glaubt. Fast sogar ein bisschen überakustisch, aber wenn das Publikum so zahlreich kommt wie in den letzten Jahren auch, dann wird es, denke ich mal, sehr, sehr schön klingen. Nur wenige der 300 Plätze waren am 10. September frei geblieben. Der Erlös soll einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. Dazu gekommen ist es, dass es unser Bürgermeister Haug von Hohenmülsen mit der MIPAG ja Kontakt hat. Und die MIPAG macht ja öfter solche Konzerte zugunsten irgendwelcher Einrichtungen. Und diesmal hat er halt unseren Verein zur Förderung der Dorfkirche Kranschitz vorgeschlagen, unsere Kirche, die mittlerweile gut 100 Jahre, 110 Jahre alt ist, ist relativ sanierungsbedürftig, denn in den Kriegszeiten des vergangenen Jahrhunderts gab es nicht viel zu reparieren und zu DDR-Zeiten dann war oftmals das erforderliche Material nicht greifbar bzw. Das Geld war knapp und nach der Wende war halt das Geld immer noch knapp und so ist ein riesiger Reparaturstau entstanden, den wir jetzt mit den Mitteln, die wir jetzt hier bekommen können, beseitigen möchten. Wir haben hier schon eine ganze Menge gemacht mit dem Verein. Also als nächstes haben wir geplant, das Portal sanieren zu lassen und dafür könnte es dann reichen, das Geld. Wir spielen heute einen Mix aus, sage ich mal, populärer Klassik. Ja, beginnt mit Wilhelm Tell Ouvertüre, dann gehen wir über die Carmen Suite bis hin dann zu leichteren Operettentiteln. Ja, Paul Linke ist mit vertreten und ja. Also wir haben ein buntes Programm für unser Publikum ausgesucht und so war es ja auch gewünscht und so haben wir es uns auch vorgestellt. Am Weltalphabetisierungstag, dem 8. September, wurde im Wahlbüro Naumburg durch Blickpunkt Alpha darauf aufmerksam gemacht, dass es auch in Deutschland immer noch viele Menschen gibt, die nicht richtig lesen und schreiben können. Gerade wenn es um die Teilhabe geht, zu der auch die Wahl des Bundestages gehört, sind diese Menschen in gewissem Sinne benachteiligt. Wahlprogramme und viele andere Informationen gibt es vorrangig in gedruckter Form. Doch auch im täglichen Leben ist man ohne lesen und schreiben zu können nur bedingt mit dabei. Wir sprachen mit Frau Friederike Harder und kommen in der nächsten Sendung auf dieses Thema zurück. Der vergangene Sonntag stand ganz im Zeichen vergangener Zeiten. Am Tag des offenen Denkmals hatten Interessierte die Möglichkeit, nicht nur mehr über vergangene Zeiten zu erfahren, sondern auch Gebäude zu besichtigen, die nicht selten verschlossen sind. In Zeitz war dies unter anderem die alte Melzerei, die vom Keller bis zum Spitzboden besucht werden konnte. Man konnte sich auch unter Tage begeben und dem Kellergewölbe einen Besuch abstatten. Begleitet wurde dies von einem Kulturprogramm. Ebenfalls ein Kulturprogramm war in der Kirche Gröbitz zu erleben. Martin Luther brachte eine brandneue Ausgabe der Bibel vorbei
und anschließend ging die Kirchgemeinde zum restaurierten Lutherdenkmal. In einer kommenden Sendung erfahren Sie mehr. Die Molkerei ist immer noch ein heißes Thema in Bad Bibra. Letzte Woche traf man sich zum Pressegespräch und für Mittwoch ist jetzt eine Kundgebung geplant. Michael Thurm berichtet. Dunkle Wolken über dem Landratsamt Naumburg ließen es erahnen. Die Schließung der Burgenlandkäserei in Bad Bibra ist noch lange nicht vom Tisch. Bei der einberufenen Pressekonferenz am 3. September wurde über den aktuellen Stand der Dinge informiert. Die Mitarbeiter sind natürlich sehr betrübt und können es noch gar nicht so richtig glauben, dass das Werk Bad Bibra geschlossen werden soll nach einer 99-jährigen Tradition. Also wir hätten im nächsten Jahr 100-jähriges Firmenjubiläum und es ist nicht nachvollziehbar, warum das Werk, was eigentlich wirtschaftlich stark aufgestellt ist, mit guten und ertragsstarken Produkten geschlossen werden soll. Ja, wir produzieren unter anderem Galliata, das ist eine Vorstufe zum Mozzarella oder aber zur Weiterverarbeitung für Käsesticks und Käsezöpfe. Und der ist am italienischen Markt unheimlich beliebt und ist dort unten in Italien ein starkes Markenprodukt. Und wir decken mit ca. über 50% den italienischen Markt ab, alleine mit der Produktion im Werk Bad Bibra. Das Werk arbeitet profitabel und so ist das Unverständnis entsprechend groß. Also es wird als Begründung für die Schließung wird immer wieder betont, dass die Milchmengen in der Region so stark zurückgegangen sind, dass das Werk Bad Bibra wirtschaftlich nicht mehr betrieben werden kann. Und deswegen sind wir jetzt auf der Suche gewesen, zusammen mit dem Burgenlandkreis und anderen, und haben versucht, mit den Bauern zu reden und zu hinterfragen, ob noch Milchmengen in der Region verfügbar sind. Und das konnten wir jetzt eben auch schon feststellen. Es gibt noch genügend Milch hier in der Region und auch in umliegenden 200 Kilometer, die nach Bad Bibra geliefert werden könnten, wenn die Vertragsbedingungen mit DMK zufriedenstellend geklärt werden. DMK erwägt jetzt, die Produktion nach Edewecht, das ist in der Nähe von Oldenburg, zu verlagern. Wobei dann natürlich eine Rolle spielt, wir haben eine spezielle Technologie am Standort Bad Bibra und am Standort Edewecht, wo das hinverlagert werden soll, haben sie eine andere Technologie, wo jeder Käseexperte, der was von Galliata und diesen Produkten versteht, dann betont, die Qualitäten sind sehr schwer oder auch gar nicht zu erreichen. Da in solchen Fällen die Politik in Firmenentscheidungen nicht direkt eingreifen kann, müssen andere Wege gefunden werden, die Schließung zu verhindern. Wir rufen alle Bad Bibra und die gesamte Region auf die Straße zu gehen, wenn wir zum zweiten runden Tisch uns treffen. Und das wird am 13. September sein um 15 Uhr in der Sekundarschule, in der Aula der Sekundarschule Bad Bibra. Und je mehr Menschen dort auf der Straße sind, umso größer ist auch das Bekenntnis der Region zu dem Werk. Die Schließung hätte nicht nur Konsequenzen für die 110 Mitarbeiter, deren Familien und Zulieferern. Sie müssen sich vorstellen, in Laucha steht ein Klärwerk. Das ist deshalb so groß, weil der Haupteinleiter die Molkerei Bad Bibra ist. Die bringt etwa die Hälfte der Abwassermenge insgesamt auf. Und wenn ein solcher Großeinleiter wegfällt, ist nicht nur das Klärwerk viel zu groß, sondern die Kosten pro Liter Abwasser oder Kubikmeter Abwasser steigen entsprechend. Und davon ist die gesamte Bevölkerung, nicht nur in Bad Bibra, sondern im gesamten Gebiet dieses Klärwerkes betroffen. Laut Schätzungen könnte sich der Kubikmeter Wasser dadurch um 1 Euro verteuern. Das sind Millionen, die Gemeinden zu tragen haben. Man spricht da von Sonderabschreibungen, die notwendig wären für das Klärwerk. Das betrifft die kommunalen Haushalte und die Bürger mittelbar. Aber es betrifft auch ganz konkret die Gebühren für die Abwasserentsorgung, die dann auch deutlich steigen würden. Doch was passiert, wenn die Deutsche Milchkontur an ihrer Entscheidung festhält? Das Risiko besteht nach wie vor, das ist auch sehr hoch. Das ist eine Entscheidung, die können wir im kommunalen Bereich nicht abwenden, wenn der Eigentümer, also der Aufsichtsrat, das beschließt. Aber im Vorfeld der Aufsichtsratssitzung am 26. September wird es da nochmal Kontaktaufnahmen geben zum Aufsichtsrat, auch Seiten der Landesregierung. Schlimmstenfalls müssen wir uns dann Gedanken machen, ob
außerhalb der Milchverarbeitung ein anderes Unternehmen, vielleicht auch aus der Ernährungswirtschaft, an diesem Standort produzieren möchte. Aber daran will ich jetzt noch gar nicht denken. Wir kämpfen erstmal um eine Milchverarbeitung in Bad Bibracht. Eine Ausgliederung des Werks in ein eigenes Unternehmen oder ein Verkauf hatte die DMK bisher ebenfalls abgelehnt. Bereiten Sie sich drauf vor auf das Highlight im September. Robi Ble präsentiert die Deutsche Speedcarving-Meisterschaft 2017 am 23. und 24. September auf den Moritzwiesen 4 in Naumburg. Kommen Sie vorbei und staunen Sie, wie aus einfachem Holz fantastische Skulpturen entstehen. Das Naumburger Holzfest hält natürlich an dem Wochenende noch viele weitere Überraschungen für Sie parat. Also, auf zum Naumburger Holzfest am 23. und 24. September auf den Moritzwiesen 4 in Naumburg. Es lohnt sich! Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Räumungen von Messi-Wohnungen, Service rund ums Haus, Transporte, Kellerräumungen. Hausmeister-Service Wagenhaus, kompetent und zuverlässig. Katharinenstraße 30 in Weißenfels. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Aufgepasst! Nehmen Sie bis zum 14. Oktober an unserem großen Selfie-Gewinnspiel auf Facebook oder Instagram teil und sichern Sie sich jeden Monat die Chance auf einen Jochen-Schweizer-Gutschein im Wert von 100 Euro. Wir werden Sie, liebe Zuschauer, natürlich auch weiter auf dem Laufenden halten. Auch am kommenden Wochenende ist wieder so allerhand los hier bei uns im Burgenlandkreis. Ja, sei es sportlich, sei es musikalisch, wir haben wieder einige Termine für Sie herausgesucht. Hier unsere Veranstaltungstipps. Versierte Gästeführer nehmen Sie am Samstag, den 16. September, mit auf eine Reise durch 1000 Jahre Stadtgeschichte in der ehemaligen Domfreiheit und in der Bürgerstadt Naumburg. Dabei werden liebenswerte Details, einzigartige Bauwerke und Kunstdenkmäler präsentiert, sowie Kuriositäten und Anekdoten preisgegeben. Beginn ist um 10.30 Uhr am Dom. Das Kabarett Akademixer nehmen am Samstag, den 16. September, unter dem Motto Kurz und gut wieder einmal einen Angriff auf ihre Lachmuskeln. Die Deutschen werden immer älter, aber zeugen keine Kinder mehr. In der Geburtenstatistik stehen wir auf Platz 178 der Weltrangliste. Das sind zwei Plätze hinter dem Vatikan. Stattdessen rasen Rentner mit 60 auf Inlineskatern durch die Innenstadt, lassen sich mit 70 Botox spritzen, kaufen sich mit 80 Viagra und gehen mit 100 in die Disco. Nur die Jugend ist ja auch nicht besser, die machen Piercing. Die drehen sich überall Schrauben in den Kopf, lassen sich vor laufender Kamera die Brüste aufmöbeln, ziehen in TV-Container und leben dort, erzählen Horrorgeschichten in Talkshows und das unter Umgehung der deutschen Sprache.
und sind letztlich mit 40 immer noch Single und trotzdem nicht glücklich. Wir haben ein Problem und das gilt es zu analysieren. Es erwartet Sie ein höchst amüsanter Abend. Los geht's um 19.30 Uhr. Eine bunte Show der Musik bietet sich den Gästen am Sonntag, den 17. September, im Kulturhaus Weißenfels. Zahlreiche Künstler sorgen für ihre Unterhaltung. Mit dabei Stargast Hans-Jürgen Bayer sowie die Showband Die Burgenländer, Humorist Klembo und Frank Sinatra-Double Monty Bela. Freuen Sie sich auf die Show der Lebensfreude am Sonntag, den 17. September, im Kulturhaus Weißenfels. Beginn ist um 14 Uhr. Zu einer Infoveranstaltung lädt am Samstag, den 16. September, das Weißenfelser Krankenhaus ein. Das Thema an diesem Tag: Diagnose Lungenkrebs. Diese Diagnose stellt für die Betroffenen eine enorme psychische Belastung dar. Man möchte Ihnen an diesem Tag mit der Abteilung für Onkologie die Möglichkeiten der stadienabhängigen Therapie vorstellen. Für Ihre Fragen stehen Ihnen in dieser Zeit von 10 bis 14 Uhr im großen Konferenzraum das Team der Klinik für Gefäß- und Thoraxchirurgie zur Verfügung. Die Wandelgänge am Mondsee, die haben ihren Platz gefunden und laden zum Verweilen und zum Erinnern ein. Sie sind maßstabsgerechte, verkleinerte Abbildungen der Landkarte vor der Überbaggerung von 15 Ortschaften durch die Tagebaue Pirkau und Profen. Die Recabo-Radtour ist seit nunmehr 9 Jahren immer für den Sonntag des 1. Septemberwochenendes angesetzt. Gestartet wird traditionell am Hohen Mölzner Rathaus. Bürgermeister Andi Haug begrüßte die Teilnehmer und machte auf ein kleines Highlight der diesjährigen Tour aufmerksam. Denn dort, wo der Recabo-Radweg beginnt bzw. endet, sollte es eine offizielle Einweihung geben. Die Wandelgänge am Mondsee hatten sich wieder etwas gewandelt. Doch wie kam es zu den Wandelgängen? Ich bin selbst eine Betroffene von Umsiedlungen. Und in den Gesprächen mit den Bürgern, die mal umgesiedelt worden sind, kam immer die Aussage, ich habe nie wieder die Möglichkeit und die Chance, in meine alte Heimat zurückzugehen. Nie wieder, weil da Tagebau ist, beziehungsweise eine andere rekultivierte Fläche. Und da ist die Idee geboren, so eine Art Landkarte der ehemaligen verlorenen Orte sozusagen nachzugestalten, damit ich wieder in den Ort kann. Deshalb haben diese Steinplatten auch die Umrisse der ehemaligen Dörfer. Und als wir die erste Platte gelegt haben, da sind Bürger aus Grunau gekommen, haben sich den Grundriss angeguckt und haben sich mit den Füßen dahingestellt, wo ihr ehemaliges Grundstück war. Und dann ging es weiter. Wir laufen von Grunau nach Großgrimma auf den Sportplatz. Also welchen Weg gehe ich da? Das war eigentlich so die Grundidee, was für die Menschen, die betroffen sind, zu zeigen, wo sie mal gewohnt haben und wie dicht die Ortschaften beieinander gelegen haben und was die verbunden hat, nicht nur geschichtlich und dem Bergbau, sondern auch emotional. Warum Wandelgänge? Weil es ist stets hier ein Wandel sichtbar, gerade in unserer Region. Also wir wollen uns hier in diesem Labyrinth nicht verirren, sondern im Gegenteil. Wir finden immer zur Mitte und wir finden immer einen Ausweg. Also es geht immer weiter und auch der Wandel geht immer weiter. Und ich glaube, unsere Architekten haben die Grundidee super gut umgesetzt. Und da bin ich dankbar. Bürgermeister Haug erinnerte ein wenig zurück in die Zeit vor dem Abbau der Braunkohle, als Hohenmölzen eine Stadt mit gerade einmal 300 Einwohnern war. Die Idee war 2010. Also 10. Ja. Und dann ging es um Finanzierung, ja, dann ging es um technische Realisierung und so hat sich das mit den Fördermittelbeantragungen halt dahingezogen. Und so geht es jetzt halt auch immer Stück für Stück weiter, je nachdem, wie die Mittel bereitgestellt werden, wird weitergebaut. Ich finde es auch gut, dass das nicht gleich fertig ist, sondern auch das zeigt wieder, es geht immer weiter, es kommt immer was Neues dazu, so wie das normale Leben halt ist. Der Bergbau bewirkte in Hohenmölzen ein Wachstum der Bevölkerung auf über 11.000 bis 1990. Ab dem 18. Jahrhundert
durch Zuzug aus anderen Regionen Deutschlands, später aufgrund der Umsiedlung wegen der Tagebauförderung. So gesehen dürften nahezu alle Hohenmölsner einen Migrationshintergrund haben. Man erkennt es richtig in dieser Stadt. Umsiedlung in den 50er Jahren, das ist die Ernst-Thälmann-Straße. Umsiedlung in den 80er Jahren Hohenmölsen-Nord, Plattenbauten, wo ein ganzes Dorf in so einen Wohnblock gepasst hat. Und dann die Umsiedlung der Gemeinde Groß-Grimma, der Südhang der Stadt. Also schon rein optisch sieht man das. Und finanziell hat sich das natürlich auch ausgewirkt. Und von daher glaube ich schon, dass es da so ein bisschen Wehmut gibt. Aber auf was ich ganz stolz bin, die Menschen hier im Revier, die gucken nach vorne, die krempeln die Ärmel hoch und machen das Beste aus solchen Situationen. Und das zeichnet hier die Region aus. Und ich glaube, die Nachfahren der Umsiedler, die ja die Geschichte nur von Erzählen her kennen, die sind an den Orten, wo sie jetzt leben, alle angekommen. Ankommen soll auch schnelles Internet am Mondsee, um die Wandelgänge abermals zu erweitern. Es gibt sehr viel Videomaterial auch von Zeitzeugen. Wir wollen nicht zwei verschiedene Welten haben, wir wollen gerne die Welten zusammen verschmelzen. Das heißt, wir haben hier einerseits, sage ich mal, die Hardware, ja, und wir wollen im Grunde genommen die Software, das, was halt an der digitalen Welt ist, noch mit hierher bringen. Das ist der einzige Hinderungsgrund ist momentan halt noch, dass das Internet hier relativ schwach ist. Wenn das dann soweit ist, wird es an jeder Stele einen sogenannten Tagging-Code geben, mit dem man übers Handy halt sofort auf eine spezielle Internetseite zugreifen kann und dann zu dem jeweiligen Ort die Informationen dargestellt werden. Sei es Videoausschnitte von Zeitzeugen, die berichten, wie sie in dem Ort gelebt haben, sei es spezielle Daten zur Größe des Ortes oder auch Karten, wo dann auch die Häuser dargestellt sind von den Menschen. Und das ist eigentlich das, wo man emotional für jemanden, der hierher kommt und eigentlich mit dem Tagebau und mit der ganzen Umsiedlung nichts zu tun hat, wo man den auch emotional nochmal abholen kann und sich intensiver mit dem Ganzen auseinandersetzen kann. 2018, 2019 könnte es eine entsprechend schnelle Internetanbindung geben. Heimat zu verlassen, neu wieder durchzustarten, neu wieder anzufangen, das ist eine Herausforderung, die man meistern kann. Und wir wollen sozusagen auch Mut machen mit diesen Projekten und mit unseren eigenen Vorbildern beziehungsweise mit unserer Rhetorik, dass es sich lohnt, nach vorne zu gucken und neu anzufangen. Das bedeutet hier auch eine Chance. Also es ist ja nicht nur, dass sich ja jetzt da Wehmut dahinter verbirgt, sondern das ist auch eine Chance. Also ich kann wieder mal was ganz Neues machen, was anderes machen, wo ich früher sozusagen in meinem Reich irgendwie gefangen war. Also die Chance habe ich. Was ich draus mache, ist dann wieder was anderes. Aber die Chance ist da. Sicher ans Ziel mit Taxi und Mietwagen Ralf Hädicke. Wir bieten auch Krankenfahrten und Transport zur Strahlen- und Chemotherapie. Taxi und Mietwagen Ralf Hädicke. Telefon 03443 20 0070. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theißen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theißen, Weißenfelser Straße 6 in Theißen. Für ein schönes und sicheres Zuhause. Die Fenster, Türen, Innenausbau GmbH ist Ihr Ausbauprofi in Hohenmölsen. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns an unter 03 44 41 399 26. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg.
Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Jetzt wird's sportlich, so wie ich es zu Beginn der Sendung versprochen habe. Und als erstes kommen wir ja zum Sport vom Wochenende hier aus unserem Burgenlandkreis und den Ergebnissen. In der Verbandsliga setzten die Mannen von Blau-Weiß Zobau weiter auf Sieg. Am Freitag trennten sie sich von der SG Rot-Weiß Thalheim mit einem Sieg von 1:3. Damit kletterten sie auf den zweiten Platz in der Tabelle. In der Landesliga sah es für unsere Vereine nicht ganz so rosig aus. Braunsbetra kassierte eine 3:5 Schlappe von Reppichau. Der SC Naumburg trennte sich mit einem 1:1 Unentschieden von Brachstedt und die Union Sandersdorf 2 ist in der Saalestadt gar nicht erst gegen den ersten FC Weißenfels angetreten. In der Landesklasse holte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels einen Sieg über die zweite Mannschaft des Blau-Weiß Zobau. Damit liegen die Saalestädter nun auf Rang 2 der Tabelle. Herrengosserstedt unterlag wie zu erwarten ihren Gästen aus Halle. In dem Lokalderby zwischen Zeitz und Weißenfels konnten die Gastgeber aus der Elsterstadt überzeugen. Die Zeitzer liegen derzeit auf dem dritten Platz und galten in der Begegnung als klarer Favorit. Dennoch dauerte es 43 Minuten, bis Stefan Meißner die Zeitzer in Führung schoss. Die Mannschaft braucht wohl noch etwas Zeit, um sich als Team zu finden. Denn im Zeitzer Kader gab es für diese Saison einige Änderungen. Ja, wir haben einige gestandene Spieler abgegeben, unter anderem nach Weißenfels, die aber in der ersten eingesetzt werden, nicht in der zweiten, gegen die wir heute spielen. Ansonsten haben wir 5 junge Spieler dazugekriegt, teils aus der zweiten Mannschaft, teils aus unserer ehemaligen A-Jugend, die in Großgrimma oder beim ZFC Meuselwitz gespielt haben, die jetzt zu uns zurückgekehrt sind. Die müssen wir in dieser Saison in die Mannschaft integrieren, da sind wir auf einem guten Weg. Es ist spielerisch jetzt noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber die Saison ist jung und da arbeiten wir dran. Gleich nach der Halbzeit bauten die Gastgeber ihren Vorsprung aus. Doch die Weißenfelser schafften eine Minute später den Anschlusstreffer. Am Ende ging der Sieg mit einem verdienten 3:1 nach Zeitz. Trotz des guten Saisonstarts ist zum derzeitigen Stand ein klares Saisonziel noch nicht gegeben. Laut Trainer Thorsten Pölitz ist man gemeinsam mit dem Vorstand in der Zielfindung. Wir sind dabei, einen Mannschaftsrat jetzt zu wählen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, damit die jungen Spieler sich erstmal einen Überblick verschaffen können. Und wenn wir das gemacht haben, werden wir auch eine Zielstellung aussprechen. Und die wird sicherlich im vorderen Tabellendrittel angelegt sein. Aber ich denke mal, aufgrund der Tatsache, wie der Hintergrund das auch darstellt, wird es nicht das Ziel sein, Landesliga nächstes Jahr spielen zu wollen. Mittlerweile kann der erste FC Zeitz die Heimspiele und das Training an seinem angestammten Platz wieder durchführen. Nur mit ein paar Einschränkungen. Es ist halt so, dass das Sozialgebäude noch das alte ist, das abgerissen werden muss. Und von daher sind das schon Dinge, die uns beeinträchtigen. Aber wir können den Trainingsbetrieb und den Spielbetrieb hier unten absichern. Wir haben dazu den Platz 2, wir haben den Platz, den Kunstrasenplatz. Und es soll im Herbst auch der Hauptplatz mit der Tartanbahn rundherum baumäßig fertiggestellt werden. Da müssen wir die Gespräche mit der Stadt Zeitz führen, inwieweit wir dann auch den Platz 1 nutzen können. In der Handball-Oberliga empfing der HC Burgenland am Samstag in der Sporthalle Euroville in Naumburg den SV 04 Plauen Oberloser. Die Domstädter fingen gleich stark an und machten den Gästen klar, wer Herr im Hause ist. Mit bis zu 7 Tore Vorsprung setzten sich die Naumburger ab. Doch der Tabellenelfte aus Plauen machte es den Drittplatzierten aus Naumburg schwer. Die Gäste schafften es immer wieder ranzukommen. Mit 13:12 ging es in die Halbzeit. Nach der Pause ging der Krimi weiter. Plauen versenkte 2 Sekunden vor Abpfiff den Ball zum Endstand von 27:26. Weniger erfolgreich war die zweite Mannschaft des HC Burgenland. Sie bestritt in der Verbandsliga Süd ein Auswärtsspiel gegen Wittenberg und unterlag mit 35:29. Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist der Blick aufs Wetter. Ja, das vergangene Wochenende war ja schon recht herbstlich und Petrus, ja, öffnet hier so zeitweise seine Schleusen. Wie es in den nächsten 3 Tagen mit dem Wetter aussieht, ob Sie den Schirm zu Hause lassen können, wir sagen es Ihnen. Hier unsere Wettervorschau.
Am Mittwoch zieht bei wechselnder Bewölkung ein Niederschlagsband rasch von West nach Ost. Nachfolgend lockert die Bewölkung auf. Niederschlag ist dann nicht mehr zu erwarten. Im Tagesverlauf frischt der Wind stark auf. Verbreitet kommt es dann zu Windböen, zeitweise auch zu Sturmböen aus West bis Südwest. Die Tageshöchsttemperatur erreicht 16 bis 20 Grad. In der Nacht zum Donnerstag fällt aus wechselnder Bewölkung nur vereinzelt Regen. Überwiegend bleibt es niederschlagsfrei. Der Wind weht mäßig, zeitweise auch böig aus Südwest. Die Temperatur geht auf 13 bis 10 Grad zurück. Am Donnerstag herrscht meist starke Bewölkung. Zeitweise fällt schauerartiger Regen. Der Wind weht mäßig und böig aus Südwest. Die Temperatur steigt auf 15 bis 18 Grad. In der Nacht zum Freitag endet anfänglicher Regen und die Bewölkung lockert etwas auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Die Temperatur geht auf 11 bis 8 Grad zurück. Neben den wolkigen Abschnitten kann sich am Freitag immer mehr die Sonne durchsetzen. Es werden nur vereinzelt Schauer erwartet. Die Tageshöchstwerte liegen bei nur 17 Grad. Der Herbst ist angekommen. Damit, liebe Zuschauer, sind wir jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. 30 Minuten waren wieder schnell vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns wieder zur nächsten aktuellen Sendung am Freitagabend. Bis dahin haben Sie eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Tschüss, bis zum Freitag.